Hallo, grüß Gott. Herzlich willkommen zur Vorlesung Elektronisches Publizieren, Document Engineering und das World Wide Web. Und ich möchte Ihnen berichten über die Themen in der Vorlesung und vor allen Dingen auch über die Struktur. Dazu hole ich mal die Folien vor, die ich vorbereitet habe. Ja, genau. Ich lasse jetzt mal das kleine Bild, den Talking Head, unten in der Ecke. Und ich kann den dann auch minimieren, wenn der mit dem Inhalt der Folien in Konflikt gerät. Gut, was man an dieser Folie also auch schon sieht, dass es um die Themen und die Struktur des elektronischen Publizierens geht, dieser Vorlesung, und dass speziell das Thema strukturierte Dokumente eine wichtige Rolle spielt. Wir beschäftigen uns in der Vorlesung mit digitalen Dokumenten. Und die können in unterschiedlicher Form vorkommen. Als erstes denkt man vielleicht beim Thema digitale Dokumente und im Zusammenhang mit elektronisches Publizieren an elektronische Publikationen sowie E-Books oder E-Journals oder auch Nachschlagewerke. Diese Dokumente haben die Eigenschaft, dass sie textorientiert sind. Das heißt, sie bestehen im Wesentlichen aus freiem Fließtext und haben dann eventuell noch bestimmte Strukturelemente. Eine weitere Art von digitalen Dokumenten, die eine wichtige Rolle spielen, sind die aus dem Bereich technische Dokumentation. Da hat man dann eher Probleme oder Herausforderungen wie Versionierungen oder verschiedene Varianten für verschiedene Produktversionen. Und man möchte diese technische Dokumentation im Allgemeinen auch interaktiv zugreifen, also mehr als ein E-Book, das man vielleicht von vorne bis hinten liest oder ein Kapitel Zugriff hat, möchte man vielleicht auch suchen oder bestimmten Themen folgen. Dann können wir digitale Dokumente aber auch im Bereich der strukturierten Daten finden. Dann nennen wir sie datenorientiert. Das sind dann so Dinge wie ein CVS-Dokument, Comma Separated Values, eine Excel-Tabelle oder der Dump von einer relationalen Datenbank. Diese Daten werden auch als Dokumente betrachtet. Und es gibt speziell als Alternative zu relationalen Datenbanksystemen ja diese Bewegung der NoSQL-Datenbanken, die dann oft auch als Document Databases behandelt werden. Diese drei Arten von digitalen Dokumenten, sind im Themenbereich der Vorlesung. Und speziell sehen wir dabei digitale Dokumente als strukturierte Dokumente an. In diesem Teil jetzt der Vorlesung nenne ich einige Begriffe, reiße die sozusagen nur kurz an, stelle die ganz grob in einen Zusammenhang, damit wir dann hinterher das Inhaltsverzeichnis und die Struktur der Vorlesung einigermaßen verstehen können. Da gehen wir natürlich dann noch im Detail weiter drauf ein. Diese strukturierten Dokumente jedenfalls, die ermöglichen bestimmte Dinge, die im Bereich der elektronischen Publikationen interessant sind, zum Beispiel das sogenannte Single Source und Cross-Media Publishing, dass man also aus einer Quellsicht eines Dokuments, das dann eben als ein solches strukturiertes Dokument angelegt ist, dass man aus der verschiedene Formen des Dokuments in verschiedenen Formatierungen oder auch in verschiedenen Medien
generieren kann, also aus einer Quelle. Dann ermöglichen strukturierte Dokumente auch, dass man verschiedene Sichten auf die Dokumente bekommt und mit ihnen interagieren kann oder auch, dass man mit ihnen semantisch arbeiten kann. Wir gucken dann auf die strukturierten Dokumente unter verschiedenen Gesichtspunkten. Wir schauen uns Konzepte und Modelle an, Sprachen, in denen man die Dokumente beschreiben kann und mit ihnen interagieren kann, auch Systeme und Praktiken. Dabei verfolgen wir einen Engineering-Ansatz. Es interessieren also gute Praktiken, empfohlene Praktiken. Wir betrachten die Dokumente und die Systeme im Web-Kontext und wir setzen sie um mit der sogenannten Extensible Markup Language, XML, und einem Satz von Technologien, den XML-Technologien. Habe ich hier das mit dem Fenster und dem Minimieren nicht gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich wieder zu der anderen Folie zurückkomme. Ich probiere es mal gerade, aber ich probiere es lieber nicht. Ich mache dann später mal ein Experiment. Ich fürchte, doch, hier habe ich einen Pfeil. Genau, da sehen Sie. Sorry. Ich komme also nochmal zu diesen drei Punkten zurück. Die Gesichtspunkte, unter denen wir die strukturierten Dokumente betrachten, umgesetzt also mit XML, der Extensible Markup Language und einem ganzen Satz von Technologien, die im Zusammenhang mit XML zur Verfügung stehen. Das sind dann die XML-Technologien und die können genutzt werden in einem vollständigen Stack, um Webanwendungen zu realisieren. Und in dem Zusammenhang sprechen wir dann auch von dem X-Stack. Gut. Also, wie ist die Vorlesung jetzt aufgebaut, thematisch und zeitlich? Die grobe Struktur ist, dass wir der Wochenstruktur im Semester folgen. Das heißt, wir haben 14 Wochen im Semester und ich habe die Vorlesung insgesamt in 5 inhaltliche Teile aufgeteilt, wobei der erste und der 5. Teil hier jeweils nur eine einzige Woche in Anspruch nehmen und die anderen Teile, 2, 3 und 4, die gehaltvolleren sind, die jeweils mehrere Wochen dauern. Zwischen diesen Teilen und auch am Abschluss haben wir dann jeweils ein Review, das der Konsolidierung, Vertiefung und Übung dient, auch dem Erwerb praktischer Kompetenz. Das letzte Review dient dann auch der Klausurvorbereitung. Diese 5 Hauptteile werden praktisch mit Instruktionseinheiten vermittelt. Da haben wir also für jede Woche einen Satz von Instruktionseinheiten und für die einzelnen Teile. Teil 1 ist dann also jetzt erstmal nur eine Woche, die laufende Woche, Motivation, Hintergrund und Vogelperspektive auf strukturierte Dokumente, auf dieses Thema. Teil 2 ist dann Modellierung und Codierung strukturierter Dokumente. Speziell bei Codierung kommt dann XML ins Spiel. Bei Modellierung und den anderen Themen dann auch verschiedene XML-Technologien. Dann haben wir in Teil 3 das Thema Schemasprachen für strukturierte Dokumente, wie wir also Vorgaben machen können, wie strukturierte Dokumente einer bestimmten Klasse aufgebaut werden sollen, zum Beispiel Bücher nach einem bestimmten Standard, DocBook gibt es da, oder auch EPUB für elektronische Publikationen. Solche Vorgaben werden dann durch Schemasprachen definiert. Dann haben wir in Teil 4
den Teil Bearbeitung von strukturierten Dokumenten. Da werden wir uns dann mit Querysprachen und auch mit Transformationssprachen genauer beschäftigen. Und Teil 5, da geht es dann um die Interaktion mit strukturierten Dokumenten in Webanwendungen, wo also alles das, was wir vorher angeguckt haben, zusammengebunden wird und wir dann gucken, wie das im X-Tech bearbeitet werden kann. Gut, also die grobe Struktur ist, wir haben die 14 Wochen. In diesen 14 Wochen haben wir Instruktionseinheiten, die in die Teile 1 bis 5 gegliedert sind. Und zwischen diesen Teilen haben wir dann einzelne Wochen, die dem Review dienen. Ich werde das dann auch immer visualisieren in Moodle selber und dann auch in jeder einzelnen Wocheneinheit. Ich denke, das ist selbst erklärend. Wir haben dann also die Woche X als W1, W2, W3, dann I, wenn die Woche eine Instruktionswoche ist und ein R, wenn es eine Review-Woche ist und dann den Teil, zu dem diese Woche gehört, Teil 1 bis 5. Und die aktuelle Woche, klar, die ist dann extra fett umrandet. Ich habe dann auf den weiteren Folien, die ich Ihnen auch separat hochladen werde, dann noch die Feinstruktur für die Instruktionseinheiten aufgelistet. Also zum Beispiel für Teil 1, kann auch das vielleicht wieder hochholen. Für Teil 1, also die jetzt laufende Woche, können wir das vielleicht noch kurz durchgehen. Da gibt es also die Einheit, die wir jetzt gerade am Laufen haben, Themen und Struktur der Vorlesung mit dem Begriff strukturierte Dokumente. Dann werden wir uns mit verschiedenen Modellen für Informationen beschäftigen, wobei dann das Modell der strukturierten Dokumente das ist, was wir in der Vorlesung tatsächlich dann sehr intensiv behandeln werden. Dann gucken wir uns Document Engineering in der Praxis an, speziell dann die Technologien XML und der X-Tech. Und dann gibt es noch eine weitere Einheit mit einer Demo für eine Webanwendung im X-Tech, die sogenannte Book Club-Anwendung und Trends. Was man dann auch bei einer solchen Instruktionseinheit jetzt hier am Beispiel sieht, oder einem solchen Teil, ist, dass es die Basics gibt. Das sind die, die auf jeden Fall behandelt werden. Und dann die Vertiefung, die optionale Themen noch vorhält, die auch nicht unbedingt immer in dem jeweiligen Teil dann vorgestellt werden, sondern vielleicht später. Also thematisch gehören sie zu dem Teil, bei dem sie dabei stehen, aber wann sie behandelt werden, das kann vielleicht auch innerhalb eines Reviews sein oder auch innerhalb eines weiteren Teils. So, das ist also der Teil 1 für die laufende Woche mit den mit der passenden Instruktionseinheit dazu. Und für die anderen Teile gibt es dann ja jeweils mehrere Wochen, wobei dann die Instruktionseinheiten dann auch eben klar auf mehrere Wochen verteilt sind. Okay, ich will das jetzt nicht im Einzelnen vortragen. Wenn Sie möchten, können Sie da dann mal einen Blick drauf werfen, was dann auf Sie zukommt im Laufe der Vorlesung. Ich denke, dass es keinen Sinn macht, jetzt zu viele Begriffe auch hier in den Raum zu stellen und zu viele Abkürzungen. Wir werden das dann wieder aufgreifen, wenn die Teile dann wirklich besprochen werden. Und ich behalte mir dann auch vor,
diese Übersicht dann nochmal nachträglich anzupassen. Gut, also Teil 4 und dann Teil 5. Gut, das ist dann das Ende von dieser Einheit. Und ich hoffe, Sie haben einen guten Überblick bekommen, was im Laufe der Vorlesung auf Sie zukommt an Themen und wie das zeitlich und von der Struktur her ablaufen wird. Gut, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.